Und damit hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video hier am Bahnhof von Wienau. Also Wienau-Ruckwil. Da drüben, wisst ihr was das ist? Richtig, die Schnellfahrstrecke Olten-Bern. Das ist ein Domino. Er ist gerade gekommen und ich warte jetzt eigentlich. Ich kam gerade an, mein Zug hatte ein bisschen Verspätung. Dann kam ich gerade an und dann sah ich ein IC5 durchflitzen. Das war ärgerlich, weil den konnte ich nicht mehr aufnehmen. Jetzt fährt der Domino wieder los. Es ist ein bisschen neblig heute, also ein bisschen ist der Vorname davon. Komm, stell doch nicht den Bus scharf, du doofe Kamera. Da geht er. Das Signal auch auf Rot gesprungen. Richtig so. Und da geht er. Ich bin heute, ja, was haben wir heute? Donnerstag. Ein bisschen an der MBS und warte auf Züge. Was man halt so macht an der MBS mit 100 km/h. Und warte jetzt auf den ersten, nee, also auf den nächsten Zug hier drüben. Auf dem Gleis da und nicht mehr auf dem Gleis hier. Und übrigens, so eine Kamera ist echt schwer, nur so als Information. Intercity 2000. Das müsste der IC8 aus Brieg nach Romanshorn gewesen sein, weil der hat 9 Waggons und kein anderer hat 9 Waggons. Also, dann würde ich sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr kein solches Video mehr verpasst oder auch andere Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dieser Ticketstempelautomat, der macht so keinen Sinn, der macht die ganze Zeit Geräusche. Hört mal schnell hin da. Was ist das? Das ist wie wenn man ein Ticket stempelt. Allerdings macht das hier niemand, weit und breit. Das sollte mal ersetzt werden. Es hat so ein kleiner Bahnhof, da sitzt niemand. Jetzt hör mal auf, du doofes Ding. Oh. Intercity mit 200 km/h. Meine Fresse ist der laut. Nein, der Busch. Scheiß Busch. Ich hasse den. Das war ein Intercity oder Interregio mit 200 km/h. Einheitswagen 4 Einheit, ich weiß leider gerade nicht, wie viele Waggons hat. Das konnte ich nicht sehen. Hier unten ist übrigens ein Bach, falls ihr euch über das Geräusch wundert. Nur so zur Info. Dann sehen wir uns beim nächsten Zug. Intercity 2000. Hui. Da hinten im Nebel sieht man ihn noch schnell. Das ging jetzt diesmal eigentlich recht schnell. Ah, jetzt dachte ich gerade, dieser LKW hier oben sei ein Zug. Man ist doof mit den LKWs, aber ändern kann ich es leider nicht. Also, wir sehen uns dann wieder, wenn ich noch einen Zug habe. Vielleicht irgendwann. Und das ist ein schöner Fluss. Nein, das ist auch ein Fluss, das ist ein Bach. Und da vorne ist eine schöne Brücke. Eine kleine Brücke, aber schöne. Also, ich warte jetzt noch ein bisschen auf den nächsten Zug. Das ist halt doof mit dem ETCS. Da sieht man einfach nur diese Tafeln da. Zeig's mal schnell, diese Tafeln hier sieht man einfach, man sieht nicht, wann der nächste Zug kommt. In Form von grünem Signal. Intercity 2000. Eine 6-Wagen-Einheit-Garnitur mit Bistro. Seit wann gibt's das denn? Ah, nee, ist 7, okay, ja, gut. Ich warte die ganze Zeit da hinten, dabei kommen die Züge da. Also, ich warte dann nochmal ein bisschen. BLS KISS 2, ah nee, der kommt da. Doppeltraktion. Der fährt nirgendwo hin. Hat die Zugzielanzeige nicht eingestellt.
Aber der verdient euch nicht dadurch, das sind die interessant. Oh, da kommt eine S-Bahn. Oder ein Fliegenzug. Da kommt einer. Traverso. Neuer Fahrplanwechsel fahren die durch. Schicker Traverso. Das gefällt mir echt gut. Der ist schön. Aber der Flirt, die Flirt 4 Züge der SUB gefahren mir doch ein bisschen besser in Silber. Der SUB. Also Südostfahren. Intercity Neigezug. In Form eines Intercity 5 nach Bern würde ich sagen. Oder nee, Lausanne Genf, eins von beiden. Da hinten sieht man ihn noch jetzt nicht mehr. Da hinten kommt was, und zwar ein Güterzug. Dieses Signal ist auch grün, das Kreuz wieder. Tiroler. Oh, der ist echt schnell. Ich führe hier noch den Windstoß, da vorne kommt noch mal einer. Das ist witzig. Da kommt er. Hat auch gewunken. Lang. So wie der andere. Die sind ja richtig lang. Also, oh, da kommt ein Intercity. Damit würde ich sagen, das ist auch das perfekte Ende für dieses Video. Also, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr kein solches Video mehr verpasst. Mit Zügen bei 200 km/h. Ich weiß, die Deutschen leiten jetzt mal mit ihren ICEs und Schnellverstärker für 300 km/h, aber ist mir egal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.